Hallo und herzlich willkommen bei 3000 was 0 HZ. Das wird mal wieder ein kleiner Flüsterblock. Und zwar geht es hier um diese Gartenpumpe, Hauswasserautomat von Thom. Und ja, den stelle ich euch heute vor. Und es ist auf dem Grundstück, wo ich euch meinen Rasentraktor vorgestellt habe. Und da seht ihr mal, tatarata. Wer erkennt das? Reingucken kann man sowieso nicht. Es ist ein neuer Brunnen. Ja. Und dazu habe ich natürlich auch eine neue Gartenpumpe. Da zoome ich jetzt mal ran. Das ist nämlich der von Thom. Besser HBA 6000 KS. So wie man schon hört. 6000 Liter in der Stunde bei 5 Bar. Hier könnt ihr alles einstellen. Einschaltdruck. Ausschaltdruck lässt sich nicht einstellen. Hier kann ich sagen, Modus Tankbetrieb oder also mit Tank, das wäre hier vorne. Oder was ich eingestellt habe, ohne Tank. Und dann gibt es hier oben halt noch Power, Auto, Start und Fehler. Wenn ich jetzt hier auf On drücke, macht er nichts, weil er Druck aufgebaut hat. Ein bisschen Druck ablasse. Pumpt er wieder. Hoppala. Aber jetzt kann ich gar nicht mehr zurückzoomen, doch. Es geht heute auch noch um was anderes. Ich hol's mal gerade dabei. So, da bin ich wieder. Wer kennt ihn nicht? Einen Gardena. Bewässerungscomputer. Den stelle ich heute auch noch vor. Natürlich auch die Thom Gartenpumpe. Die seht ihr dann auch noch im Test. Ich habe sie jetzt eingestellt. Einschaltdruck bei 3 Bar. Weil sonst war es vorher immer, wenn ich jetzt Wasser gebraucht hatte. Habe ich gedrückt. Es kam Wasser. Das Wasser war kurz weg. Dann hat er eingeschaltet. Hat kurz gedauert. Dann kam wieder Wasser. Und jetzt, wenn ich jetzt drauf drücke. Du hörst jetzt mal deine Guschel. Ich habe ihn gerade mal eben ausgemacht. So, jetzt habt ihr gehört, die zieht Luft. Ja, das ist ein Problem bei meinem Brunnen. Irgendwas muss da wohl mit einem Rückschlagventil oder so nicht hinhauen. Das ist mir gerade schon aufgefallen. Ja, wie gesagt. Das hier ist ein Bewässerungscomputer. Wie heißt der? Steht jetzt hier nicht auf. Tut mir leid, kann ich euch gerade nicht sagen. Aber ja, ihr kennt den bestimmt. Ist jetzt nicht der teuerste von denen. Auch nicht der größte. Ich brauche nicht so ein Riesending. Jetzt nicht irgendwo drauf, nee. Aber der hier weiß ich, den habe ich auch schon vorbereitet. So heißt das der Easy Flex oder Flex Control. Irgendwie so, der lässt sich hier so drehen. Das war auch der günstigere. Der hat, glaube ich, irgendwas bei Amazon 43 Euro gekostet. Und der andere kostet bei Amazon, glaube ich, 49 oder so. Irgendwie so um den Dreh. Hier habe ich noch einen ganz normalen Verteiler halt. Weil ich wässere gerne zu zweit, also ich lasse einen Sprenger laufen und nehme aber auch nebenbei noch meine Handbrause hier, um zum Beispiel Blumen zu gießen oder was weiß ich. Der Druck muss runter. Ich habe jetzt den Automodus halt weggemacht, indem ich auf Stopp gedrückt habe. Das heißt, er hat jetzt nur noch Strom, zeigt mir alles an, aber er geht jetzt nicht wieder an. Genau. Das ist natürlich wichtig. Aber wenn ich den jetzt an hätte. Jetzt geht er aus. Wenn ich jetzt Wasser bräuchte, zeige ich euch später noch. Jetzt dann ein bisschen rausnehmen, das jetzt nicht. Aber wenn es ein bisschen mehr gewesen wäre, hätte er wieder eingeschaltet. Und weil ich jetzt hier auf Stopp drücke, dann leuchtet diese Autolampe dann nicht mehr. So. Wenn ich jetzt aber Wasser brauche,
wie gesagt, dann gibt er mir kein Wasser oder schaltet sich nicht automatisch ein. Es sei denn, ich würde jetzt hier einmal auf On drücken. Dann, jo, dann geht er da an und würde dann auch wieder ausschalten und dann wieder in den Automodus wechseln. Wie man den Einschaltdruck einstellt, das zeige ich euch gleich nochmal. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass ich mir hier eine Wattzange holen werde und diesen Easy Control, Easy Flap anschließen werde. Und zwar braucht ihr dafür entweder solch einen Anschluss hier, das ist 3/4 Zoll, oder 1 Zoll, da ist ein Reduzierstück dabei. Und ich habe mir halt hier noch diesen Hahn genommen. Den schraube ich dann hier oben drauf. Den Filter kann ich euch leider nicht zeigen, denn kleiner Nachteil, da war kein Schlüssel beigeliefert. Und der Brunnenbauer, der war gerade noch drüben am Nachbargrundstück, ich bekomme jetzt auch noch einen Brunnen. Am Windschuhroutengehen habe ich gefragt, ob er mir das mal aufmachen kann. Hat er dann auch gemacht. Und ich muss jetzt hier mal gucken. Ja, so kriege ich es nicht ab. Ich brauche die Rohrzange, um da unten runterzugreifen. Dann braucht ihr noch für den Bewässerungscomputer 9 Volt Batterien. Aber das sollte eigentlich relativ klar sein. Ja. Gut. Dann, werde ich jetzt mal mit euch in die Werkstatt gehen. Einmal umgedreht. Ah, ich nehme euch das. Oh nee, ich habe das Bild wieder falsch rum. Och nee. Sorry Leute für diese blöden Bildschirmdinger da. Also, dass ich den Bildschirm da nicht richtig hinkriege. So, wir gehen jetzt hier mal nach Steinweg. So, hier hin. Da ist hier auch nicht mein Apfelbaum. Der wächst schön. Hier zum alten Brunnen. Da ist er. Und hier in die große Werkstatt. Machen wir nochmal Licht an. So, wo habe ich jetzt die Rohrzange hin? Rohrzangen. Welche brauchen wir denn? Ich glaube, ja. Die hier reicht aus. Ist zwar nicht die, die ich vorhin hatte. Ach doch, das ist die. Das hier wäre die Nummer größer. Aber wir brauchen genau die. So, der Tisch da aus. Hier mit dem Brunnen bin ich übrigens 12 Meter tief, mit den anderen 7,5. Aber der alte Brunnen, der ist schon so versandet und verkiest. Da kriegt man zwar nur Wasser, so in 1,5, 2, 3 Jahren. Kann auch schon jetzt im Sommer sein. Oder irgendwann dann, dass der mit an jeder Zeit jetzt richtig versanden. Und deswegen haben wir ihn jetzt nicht zugeschüttet. Wir benutzen ihn auch noch, aber den neuen Brunnen jetzt natürlich auch. So. Dann werde ich jetzt hier mal rangehen. Hier oben dreht man auf. Genau, nach rechts. Oh. Wie man sieht, steht da drin nur noch schön das Wasser, denn da unten, also hier ungefähr, ist noch ein, wie nennt man das, Rückschlagventil. Baue ich den jetzt einfach mal hier drauf. Ist noch ein bisschen dicht dran drum, das wird natürlich nicht reichen, auf Dauer werde ich das natürlich nochmal abdichten. Aber ich jetzt nicht nochmal darunter gehen will zur Garage. Bin zwar nicht faul, aber, ich muss da halt nur, also das Video wieder so lang und ja, deswegen gehe ich jetzt halt hier hin. Na. Hier ziehe ich uns auch nur mit der Hand fest. Ja, ein bisschen mit der Rohrzange noch, aber nicht so dolle. Kann ich den hier noch drehen? So.
nehme ich hier jetzt mal das Ding raus. Da ist nämlich auch das Batteriefach, zeige ich euch gleich. 9 Volt Blöcke. Mehr. Kann man aber nicht testen, ob Saft drauf ist, wenn man an Zunge hält, wenn es kribbelt. Ist gut, wenn nicht. Da ist überhaupt nichts mehr drauf. Hier ist das Batteriefach. Da stecke ich die jetzt rein, gucke ich plus, minus, okay. Da ist plus, da ist auch plus. Dann kommt das da rein. So, und schon erwacht er. Und er zeigt den jetzt hier oben, Uhrzeit einstellen. Dann gucke ich jetzt mir auf mein Handy. Es ist jetzt 19.58 Uhr bei mir. Das heißt, ich drehe die auf 19 Uhr. War schon zu weit. Drücke hier unten auf den Haken. Als genaue Uhrzeit, 19.58 Uhr. Richtig noch? Ja. So, dann die Bewässerungs... Warte mal, ist das die Dauer? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist die Zeit. Ich stelle sie mal auf... Ja, genau, das ist die Uhrzeit, wann er anfangen soll. Ich stelle sie mal auf 20 Uhr... ...15. Okay, und Dauer... Sondern natürlich, da drehe ich jetzt mal ordentlich. Ja, 25 Minuten und 15 Sekunden ist ja unnötig, aber naja. Dann den Intervall. Nehme ich natürlich alle 12 Uhr. Und dann einfach auf On. So, hier oben zeigt mir noch einen Batteriestatus an. Da. Die ist natürlich voll. Ist doch gerade erst frisch. Warum packe ich die da drauf? So, dann schließe ich hier mein Schläuchlein an. Das habe ich jetzt ein bisschen blöd gemacht. Ah, es geht noch. So. Mache ich natürlich hier. Den mache ich gleich wieder an. Und den. Oh. Heidewitzka. Ach nee. Halt, ganz falsch. Der soll da gar nicht dran, sondern der hier, der dicke, 19 mm. Guck, ob der drunter passt. Oh, kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? So. Ja, es passt gerade so. Gut, dann mache ich hier jetzt mal an. Lass ihn voll pumpen. Wer war das denn jetzt? Kannst du mir mal sagen, wer das war? Wer Stimme vielleicht? Ach, die da hinten, die da rumlaufen. Ja, schön für euch! So, es muss jetzt mal sein. Sie sollen auch ihre Kasse zurückkriegen. So, mache ich hier jetzt mal alles zu. Oh, voilà. Der Wasserverteiler ist übrigens komplettes Werbevideo. Wasserverteiler ist von Royal Gardiner. Wenn ich den jetzt hier aufmache. Toll, das war jetzt schon so viel Wasser. Dass man natürlich erstmal nachpumpen muss. Hallo? Was ist denn Lulu? Juhu. Yeah.
Ich wollte euch gerade sagen, was ist das? Dann gibt's hier unten noch die Taste. Wasserhahn. Ach, guten Tag. Hier wird ja gerade ein Video aufgenommen. Huhu. Ernsthaft? Wie kann mich denn mein Nachbar so enttäuschen? Naja. Und zwar gibt's hier die Taste Wasserhahn. Da ist so ein Wasserhahn. Kannst du bitte jetzt aufhören zu pumpen? Danke. Und zwar gibt's hier die Taste Wasserhahn. Wenn ich da drauf drücke, öffnet er das Ventil. Jetzt stelle ich die Uhrzeit ein, wie lange der das machen soll. Eine Minute lang. Okay, der Springer läuft. Ich zeig's euch. Er läuft. Ich mach das mal so ein bisschen runter. Ihr seht ihr noch, ich hatte noch die Straße filmen und irgendein Kennzeichen oder was weiß ich. Okay, der Gardena zeigt mir hier gerade auch die Uhrzeit an, wie lange er noch wässern soll. Okay, kann man nicht sehen. Ich schwenk euch wieder. Da ist der Sprenger. Okay, 20 Sekunden noch. Sagt er mir und ich teile das Video auch auf. 12 Sekunden. 6 Sekunden. 3, 2, 1. Jawohl, er hat geschlossen. Und springt wieder auf das normale Display zurück. Dann müsst ihr jetzt gleich aufhören. Der hat aufgehört. Und ich kann jetzt hier nochmal anmachen, wenn ich will. Ich habe jetzt mal auf 5 Minuten gestellt. Nebenbei kann ich natürlich auch noch hier mit meiner Hand rausbringen. Das schafft der Turm auch. So, und jetzt muss ich erstmal Feierabend machen. Denn ich muss jetzt die 2 Fahrten erteilen. Und wieso der so kribbelt oder so komische Geräusche macht, ganz einfach. Ich glaube, es liegt daran, weil er zu wenig Wasser abgeben kann durch den Sprenger, weil wenn ich jetzt hier die Handbremse anhabe, war sie schon besser an, wenn ich jetzt hier wieder zumache. Ja. Ich denke mal, es wird daran liegen. Ich werde hier jetzt nochmal den auf 20 Minuten stellen und wir sehen uns im zweiten Part wieder. Ciao, bis dahin.